Hallo Römerlin-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt. Wir spielen heute Pokémon Heart Gold. Oh, ich freue mich, Leute. Ich freue mich seit Ewigkeiten auf dieses Projekt. Oh. So, jetzt aber. Aha! Willkommen zum Let's Play Pokémon Heart Gold, Leute. Ah, ich freue mich. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses Spiel. So sehr. Hm, faszinierend. Was? Oh, entschuldige bitte. Ich habe nur gerade ein Buch gelesen. Oh, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich. Man nennt mich auch Pokémon-Professor. Ist dies dein erstes Abenteuer? Nein, eigentlich nicht. Kein Problem, ich erzähle dir alles über diese Welt, was du wissen musst. Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf, wen ich da vor mir habe. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Verrätst du es mir? Nee, siehst du es nicht? Na okay, wir sind ein Junge. Ja. Verrätst du mir auch deinen Namen? Nee, den kriegst du nicht. Den kriegst du nicht. Okay, wir sind mal nett. Wir heißen... Doki. Doki. Ja, du bist also Doki, jo. Yeah. Woo. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich auf dieses Let's Play. Ich habe richtig Bock. Richtig Bock. Ja, da bist du ja endlich, Doki. Du hast ganz knapp deine Freundin Lyra verpasst. Okay, sie war bis eben noch hier. Okay. Ja, ich habe keine Lust, alles vorzulesen, Leute. I'm sorry. Aber die Macht des Schneidens ist geil. Okay, wir haben den Beutel, den Trainerpass. Speichern. Optionen. Das war's. Okay. Cool. Optionen. Texttempo 3. Ich finde den ganz cool. Der ist ganz nice. Gut. Miri. Ich hoffe, das geht vom Sound her so, Leute. Vielleicht muss ich mich im Laufe der Zeit nochmal lauter stellen, aber ich glaube, das dürfte so gehen. Ich habe jetzt meinen Rechner und so umgestellt. Und eigentlich müsste das vom Sound her prinzipiell gleich bleiben. Aber man weiß es nicht genau. Aber ich werde das ja sehen nach der Aufnahme hier. Ja, dann bist du hier, okay, ja, und ich gewartet. Weißt du eigentlich, was ich mit meiner Forschung beschäftigt war? Überall. Pokémon. Und irgendwie, weiß ich nicht. Hab ich alles so kaputt gemacht. Aber ich habe noch 3 Pokémon übrig. Und so eins haben. Please, nimm eins. Oh. Ich habe eine Mail, auch schon wieder. Oh, Penisvergrößerung. Was? Hatte doch letztens erst eine. Das ist wahrscheinlich ein Pokémon-Ei. Please, hol es mal. Sei mal Laufbursche. Bitte. Nimm dir ein Pokémon, okay. Das beste Pokémon der Welt. Okay, nicht der Welt, aber der beste Starter dieser Generation. Und zwar Feurigel. Und wir nehmen Feurigel. Wie man wahrscheinlich auch schon am Thumbnail erkennen konnte. So möglicherweise? Nö. Hast du irgendwie ein paar Probleme, Professor Lind? Hier, kleine Belohnung für deinen Dienst. Oh, cool, Tränke. Danke. Die werde ich brauchen. Ja, Professor Lind hat irgendwie so, ich weiß nicht. Ich glaube, ein paar Probleme, so. Irgendwie ist der ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Warum stellst du es nicht deiner Mutter vor? Mhm. Nee. Ach, ich glaube, ich muss sogar, ne? Ich muss. Hey, Mama. Ja? Ach, hey, och, du hast ja ein süßes Ding im Schlepptau. Was? Du sollst für Professor Lind erledigen? Oh. Dann will ich dich aber anrufen können. Wir haben den Pokécom bekommen. Okay. Ja, ich weiß, wie das funktioniert, zu telefonieren, Mama. Und warum erklärst du es mir trotzdem? Ich finde das nicht okay von dir. Ich habe gerade gesagt, ich weiß, wie das geht. Ah. Mama denkt, ich bin dumm. Voll gemein. Okay. Oh, Lena, was ist denn mit dir? Okay, meine vergessen, die Telefonnummer zu geben. Alter, also. Irgendwas ist doch
nicht richtig mit dir, Lind, oder? Also die Geräusche, die... Ich weiß nicht, es klingt nicht gesund, irgendwie. Muss ich ja leider zugeben. Aber ich meine, das ist, ne, nur so eine Vermutung. Nur so eine Vermutung. Aber naja. Ich habe mir mein Team übrigens schon ausgesucht. Außer ein sechstes Pokémon, mir fällt kein cooles sechstes Pokémon ein. Vielleicht spiele ich das Spiel auch nur mit fünf Pokémon durch. Falls wer einen guten Vorschlag hat für ein sechstes Pokémon, dann gerne mit in die Kommentare. Das Let's Play, falls ihr es übrigens gemerkt habt, ne, dürftet ihr gemerkt haben, wird ein bisschen anders ablaufen wie die, wie das vorherige Pokémon Let's Play. Aber oft werde ich die Kämpfe wahrscheinlich vorspulen und hier sowas wie den Dude hier einfach skippen. Der Dude hier gibt uns jetzt gleich die, oh Mann, wie heißen die? Turbotreter, genau. Ja, Turbotreter, woo! So, die können wir jetzt gleich mit der Maus hier einfach anklicken. Zack, und schon sprinten wir die ganze Zeit. Das ist richtig angenehm. Ich muss keinen Knopf mehr drücken, ich kann einfach nur laufen. Das ist richtig schön. Ich bin so froh, dass sie das hier eingefügt haben, tatsächlich. Aber jetzt kommt schon wieder der Oppi an, ey. Oh mein Gott, du bist weg. Hier kriegst du noch eine Karte. Cool, danke. Das ist nett von dir. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, worauf ich Bock hätte. Aber das ist halt nicht möglich, weil ich hier auf dem Emulator kann ich keine Pokémon wechseln. Das ist das Problem. Also keine Pokémon tauschen. Sonst hätte ich gesagt, yo, snacken wir uns ein Geowatz. Darauf hätte ich nämlich auch Bock. Wo ich nochmal darauf hinaus wollte, wegen dem Schneiden und so. Vieles halt rausschneiden und so weiter oder vorspulen. Jetzt wahrscheinlich spule ich auch gerade vor und spiele meine Stimme einfach nur im Nachhinein halt in normaler Geschwindigkeit ein. Wenn ihr ein normales Pokémon-Spiel sehen wollt, sag ich mal von mir, dann gerne bei Twitch vorbeischauen, da habe ich auch eine Pokémon-Serie am Laufen. Aber ich glaube, der Dude hier drin hat ein Aprikoko. Links vor uns. Ja, nice. Sehr schön. Vielleicht können wir Aprikoko farmen oder sammeln halt. Was uns eigentlich nichts bringt, weil ich die eh nicht irgendwie abgebe. Ich glaube, fürs Let's Play kann ich mal ein Aprikoko abgeben und den irgendwann mal abholen. Aber ja, ansonsten nicht. Jetzt mal hier am Aprikoko snacken. Sieht aus wie ein Aprikoko lila. Ein Pink. Pink. Okay, Aprikoko Pink. Nicht Pink, Pink. Hallo? Ja, du bist Doki sein, ja. Der bin ich. Hast du auch die E-Mail für die Penisvergrößerung bekommen von Professor Lind? Alles klar. Ihr seid irgendwie alle so ein bisschen komisch. Jetzt schenkt er mir noch sein Ei, Alter. Jetzt geht's zu weit. Ja, ja. Oh, Lind ruft an, nee. Ja, das ist schrecklich. Alter, was? Okay. Okay. Also, Professor Lind hatte irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, was für Probleme, aber Probleme. Eindeutig. Wir könnten uns einen Smogon und dann einen Smogmog holen und einen Slimer und einen Slimog. Skorgler wäre auch cool. Scaraborn wäre cool, Leute, oder? Da sehen wir ja noch, was wir dann machen. Ja, was? Das ist der Pokémon aus dem Labor, was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Was ich damit sagen will, fragst du? Aber wie deutlich soll ich denn noch sagen? Geh weg, ich mach dich fettig. Fettig? Das klingt sehr pervers. Aber gut. Oh komm, mach ein paar Rauchwolken hier. Zweimal. Rauchwolke, also ich habe sowas immer unterschätzt, ne, aber das ist halt einfach echt OP eigentlich. So zweimal Rauchwolke in die Fresse. Das ist halt echt OP. Schau dich das an. Das ist halt GG, ey. Bam. Hup. Könnte zwar jetzt ein bisschen dauern, weil wir halt kein Damage machen. Aber prinzipiell ist er gewonnen. Voll gemein. Meine Freunde dürfen schon Cola trinken. Und Ei geholt. Und ich. Ich darf gerade meine Capri, Sonny. Kennt ihr das Video von dem Dude?
Müsst es mal eingeben bei YouTube, Leute. Folge moin! Kannst auch gern hier einspielen, aber. Nee. Jetzt wissen wir, wer ich bin, ne? Er ist der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten. Digga. Dem wir gerade taschendieb technisch seinen Trainerpass gesnackt haben. Und wir bewissen, dass er halt einfach nur Konservenbüchse heißt. Ist ein netter Name, aber ich würde mein Kind jetzt nicht so nennen. Ey, was schätze ich? Ich stelle meine Mündlung an. Ich bin Täter. Okay. Ich kenne seinen Namen. Was? Oh, ich kann ja. Warum kann ich denn nur 7 Zeichen? Dümpelmännlich. Dümpelmännlich heißt er also. Ja. Schon geil, ne? Ah, vielen Dank für deine Unterstützung, Digga. Die Menschen in Pokémon sind irgendwie so ein bisschen komisch manchmal. Die Geräusche von denen irgendwie. Ah, Tokio, das ist ein Pokémon. Seht ihr? Ne? Pokémon reden. Okay. Also langsam macht der Dude mir Angst. Es tut mir so leid, Leute. Ich hab Spaß daran, ey. Vorhin kann man aus diesen Geräuschen halt eigentlich ziemlich gut was schneiden, so. Ja. Kannst gerne für mich Geld sparen, Mama. Das wäre supi. Supi nett. Ich brauche eh nicht so viel Geld. Ich gebe eigentlich auch kaum Geld im Pokémon aus, irgendwie.